dann gehen wir mal wieder hier nach oben, positionieren uns hier im Schleichmodus und ja, warten mal ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wann der kommt. Warten wir mal bis, ja, bis 6 Uhr nachmittags. Bis abends. Wo seid ihr? Ah ja. Ah ja. Da haben wir ihn ja. Da steht dieser Ungolim schon mit einem Bogen geschultert. Dann nehme ich mal die Pfeile mit dem extra Feuerschaden. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir den one-hitten können. Ach, fuck. Na, das war jetzt aber nicht so geschickt. Na, wieso hat er uns eigentlich gesehen? Na. Ich kann nur hoffen, dass ich der Einzige bin, der hier... Der... ich hoffe mal, dass ich nur von ihm gesehen werde. Oh Gott, er kennt den Trick auch schon mit dem Ausweichen. Er weiß ganz genau, dass er zur Seite gehen muss. Gut, nehmen wir halt die Silberpfeile. Jetzt habe ich schon 14 Pfeile verschossen, das ist ja unglaublich. Und er ist immer noch nicht down. So, jetzt haben wir ihn. Oh, eine kleine Meldung. Euer Blut verwandelt sich in Eis. Oh. Ungolim ist tot. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergabepunkt im Fass direkt hinter der Arena in der Stadt Anvil abholen. Nein, nein. Ich komme zu spät. Ich dachte, ich käme noch zur rechten Zeit. Dachte, ich könnte euch aufhalten. Aesitis, was habt ihr getan? Seid ihr umnachtet? Ihr habt mich verraten. Ihr habt die dunkle Bruderschaft verraten. Warum? Warum? Ich bin hier, um eurem armseligen Leben ein Ende zu bereiten. Doch, ich sehe Verwirrung in euren Augen. Ihr habt keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Nein. Was ist los? Ich dachte, der Auftrag wäre von dir, Lucien. Warum? Nein, was redet ihr da? Den ersten Cash-Auftrag habt ihr erledigt und den Lich getötet. Anschließend tötetet ihr die Familie Draconis, ganz wie es euer Auftrag war. Ja. Und dann Verrat. Was? Wie denn das? Eure Übergabepunkte wurden nicht besucht, eure Ziele ignoriert. Stattdessen habt ihr die Mitglieder der Schwarzen Hand einen nach dem anderen getötet. Ich hab's vermutet. Gasta, Chalitz, Alval Uvani, Havilstein Reifblut, jeder ein Redner oder Ruhigsteller. Und Ungolim, der Zuhörer selbst. Die überlebenden Angehörigen der Schwarzen Hand wissen, dass euch keine Schuld trifft. Denn ihr habt nur Anordnungen befolgt. Sie glauben, ich wäre der Verräter. Leute, wisst ihr noch, als wir Jagasta gekillt haben? Ich glaube, das war die Echse. Da haben wir in dem einen Fass die Rüstung der dunklen Bruderschaft gefunden. Und da haben sich ja schon erste Vermutungen breit gemacht, dass irgendetwas nicht stimmt. Und jetzt kommt es heraus. Oh, sagen wir mal besser nichts. Versteht ihr nicht? Irgendwie tauschte der Verräter eure Befehle aus und schickte euch zu den falschen Übergabepunkten. Man hat uns beide getäuscht, mein Freund. Wir müssen herausfinden, wer hinter diesem Verrat steckt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Schwarze Hand jagt mich pausenlos. Sie wollen meinen Tod. Ihr geht wie folgt vor. Begebt euch zum nächsten Übergabepunkt. Versteckt euch dort. Und konfrontiert denjenigen, der den falschen Auftrag hinterlässt. Enthüllt die Identität des eigentlichen Verräters und kommt danach zu mir. Ich tauche so lange unter. Festung Faragut ist nicht mehr sicher. Sie wird von der Schwarzen Hand beobachtet. Ich warte am Hof Apfelwacht auf euch, dort, wo ihr die alte Frau der Draconis-Sippe getötet habt.
Der Hof sollte verlassen und sicher sein. Geht nun. Möge Sitis uns allen beistehen. Uiuiui, das hört sich nicht gut an. Geht jetzt. Ihr müsst den Verräter bloßstellen, damit wir diesem Wahnsinn ein Ende setzen und die Autorität der Schwarzen Hand wiederherstellen können. Geht klar. Uiuiui, ich hab es vermutet, dass irgendetwas nicht stimmt und jetzt kommt es raus. Dann bin ich mal gespannt, wer uns die Befehle die ganze Zeit gefälscht hat und wer sich in unsere Pläne eingemischt hat. Aber zunächst eine kleine Überprüfung. Was wollte ich jetzt gucken? Die Werte Kopfgeld? Kein Kopfgeld, okay. Also hat wahrscheinlich niemand von unserem Kill hier erfahren. Aber meine Pfeile nehme ich mir trotzdem wieder mit. Und seinen Schlüssel. So, okay. Aber der Bogen von ihm sah nice aus. Bogen der Kälte. Oi, 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 oi. Mein Thunderstorm hat 5 Blitzschaden pro Treffer gemacht und sein Bogen, Bogen der Kälte, 10 Eisschaden. Und hat auch ordentlich auf Benutzung. Also, ja, ich denke, das werden so 70 Benutzungen sein vielleicht. Bisschen weniger als von meinem Bogen, da waren es ja 80. Aber das reicht vollkommen. Und es ist noch ein Dwemer-Bogen. Guckt euch das an. Eine richtige Maschine. Und hat als Dwemer-Bogen somit einen Angriffspunkt mehr. Als unser alter Bogen, der 9 hat, wenn er voll repariert wäre. Geile Sache. Okay, dann haben wir jetzt einen neuen Bogen. Ist zwar von einem Mitglied der... Oh, guck mal, da rennt der Dingens, der Lucien. Der Bogen ist zwar von einem Mitglied der Dunklen Bruderschaft, aber... Tja, wir wussten ja nicht, was wir tun. Okay, der nächste Punkt, Übergabepunkt, wird in allen Anvil sein. Auch wenn ich mich erinnern kann, dass der in der Kaiserstadt hinter der Arena sein sollte. Oder? Erinnere ich mich jetzt richtig oder verwechsle ich hier was? Moment. Questlog. Und zwar hier, bla bla bla. Fing mich ab. Ja gut. Wie kann ich nochmal die Quest nachgucken? Also alle vorherigen Schritte einer Quest. Das sind nur alle aktiven Quests, alle erledigten Quests, aber hier werden mir irgendwie nicht alle angezeigt. Ach doch so. Im Fass direkt hinter der Arena. Aha, in der Stadt Anvil. In Anvil gibt es auch eine Arena. Ich dachte, ich soll zur Kaiserstadt gehen, weil das die einzige Arena ist, die mir bekannt ist. Aber na gut, Moment, wir haben wieder einen Kill geschafft. Dann wollen wir auch gleich mal speichern und jetzt im Schutze der Nacht diese Blume pflücken. Und weitergehen zum Übergabepunkt. Ich sehe zwar nicht, wo hier eine Arena ist, aber das scheint es fast zu sein. Oder auch nicht. Hallo? Oh, Nierenwurz. Nee, wo ist er denn, der Dingens? Oder kommt vielleicht irgendjemand gleich? Da stand ja hinter der Arena, aber... Doch, das ist genau hier. Moment, was war nochmal unser Ziel? Konfrontierte mich Lucien Lachance und sagte mir, dass ich zufällig die falschen Leute getötet hätte. Ich muss in der Nähe des Fasses warten und schauen, wer zur Einrichtung dieses vorgetäuschten Übergabepunktes kommt. Okay. Ja, dann... Moment, vielleicht der Kerl da. Oh mein Gott, vielleicht ist es der Kerl. Er kommt genau auf uns zu. Hat eine Krone. Wenn man mit der Maus drüber geht. Das heißt, es könnte ein wichtigerer Charakter sein.
Vielleicht ist es das Schwein, das mich dazu gebracht hat, meine Brüder und Schwestern zu töten. Ja, das sieht aus, als ob er zum Fass unterwegs wäre. Ja, das ist er. Nein, nein, bitte, tut mir nicht weh. Es tut mir leid, ich führte nichts Böses im Schilde. Es war der Mann in der Robe, er hat mich dafür bezahlt, diese Dinger in das Fass zu stecken. Seinen Namen kenne ich nicht und sein Gesicht konnte ich im Schatten nicht sehen. Er sprach mich gestern an, als ich am Leuchtturm vorbeiging. Ich glaube, er wohnt dort. Oder wohnte jedenfalls früher dort. Er sagte mir, er wolle Anvil verlassen. Tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht. Okay. Lügner, sag mir alles oder sterbt. Nein, bitte, der Leuchtturm, direkt vor der Stadtmauer. Ich glaube, der Mann in der Robe wohnt dort, im Keller. Ich weiß nicht, was da unten vor sich geht. Aber durch die Tür dort kommt ein fürchterlicher Gestank. Als wäre dort drinnen etwas gestorben. Hey, mehr weiß ich nicht, ehrlich. Vielleicht kann euch Ulfgar Nebelauge mehr sagen. Er ist der Leuchtturmwärter und vermutlich hat er den Keller vermietet. Redet mit Ulfgar, er hat bestimmt einen Schlüssel zum Keller. Ihr wisst schon, falls ihr dort hinunter möchtet. Bitte lasst mich jetzt gehen. Na gut, ausnahmsweise. Lasst mich einfach allein, in Ordnung. So, dann wollen wir mal gucken noch, was in dem neuesten Befehlsübergabepunkt steht. Ungolem ist tot. Ruhigsteller, ihr habt mir wesentlich besser gedient, als ich es mir hätte jemals vorstellen können. Gibt es eine Herausforderung, der ihr nicht gewachsen seid? Einen Gegner, den ihr nicht überwinden könnt? Wir werden sehen. Euer nächstes Ziel ist eine Hochelfhure namens Arquen. Sie ist nicht leicht zu finden, doch ihr könntet versuchen, in der Umgebung der Grauen Stute in Koroll oder in der Herberge zur Trade in Hallbrücke Fragen zu stellen. Wie alle eure Ziele ist auch Arquen eine erfahrene Kämpferin und wird nicht problemlos zu eliminieren sein. Wenn Arquen tot ist, werde ich dafür sorgen, dass euer Lohn und nächster Vertrag am nächsten Überpunkt auf euch warten. Übergabepunkt auf euch warten. Unter einem der Betten im Küstenwachenstützpunkt in Leyavin. So, das werden wir jetzt aber nicht machen. Diese Arquen ist nämlich wahrscheinlich ein weiteres hoch angesehenes Mitglied der Dunklen Bruderschaft. Und mein Questlog sagt mir sowieso, dass ich jetzt zum Leuchtturm soll. Ja, wisst ihr was? Der Leuchtturm ist nicht so weit weg. Gehen wir mal zu Fuß. Ich muss ja nicht wirklich jedes Mal Schnellreisen benutzen, selbst wenn der... Hi. Wenn der Punkt in derselben Stadt ist oder extrem in der Nähe, das ist nämlich schon fast ein bisschen arm. Stattdessen können wir ein bisschen die Architektur betrachten. Auch spätes 17. Jahrhundert von Ludwig Weinhausen gemacht. Diese Steine sind eines seiner Markenzeichen und diese Balkone wurden von seinem Gehilfen Igor Ludwinski mitgestaltet. Jetzt gehen wir weiter zur Goldküste. Komm schon! Ah ja, da hinten haben wir schon den Leuchtturm. Ich glaube, ich will gar nicht so recht wissen, was in dem Keller im Leuchtturm so vor sich geht. Er hat ja gemeint, da wäre ein komischer Gestank vorzufinden. Das klingt mal wieder nach Leichen, die da irgendwo gebunkert werden. Also, ich weiß nicht so genau, ob wir das tatsächlich herausfinden wollen. Aber das wird wohl unvermeidlich sein.